Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video Tutorials mit der Unreal Engine 5. Heute schauen wir uns an, wie wir ein Array mit Hilfe von Arrays ein kleines Inventarsystem aufbauen. Wir sind wieder im Third-Person-Template und ja, dann fangen wir mal an. So, also hier im Third-Person-Template gehe ich mal auf den Level-Blueprint. Ja. Also, wir haben Folgendes vor: Gehen wir wieder ins Level rein. So. Wenn wir jetzt auf Start drücken und hier einen Cube aufsammeln, dann verschwindet dieser Cube und mit dem Verschwinden wird in ein Array ein neuer Gegenstand eingespeichert. So viel zur Theorie, jetzt gehen wir zur Praxis. Also im Place Actors links, da klickt ihr auf die Shapes und zieht erstmal einen Cube rein. Ja? Oder nehmen wir einen Zylinder. So. Jetzt klicken wir hier drauf, das ist dann markiert und gehen in Third Person Blueprint, Level Blueprint, genau. Und jetzt tun wir erst einmal eine Variable definieren und zwar hier plus und sagen hier, ja, Inventar oder Rucksack, ja. Und setzen den auf String und den Typ nicht als Single, sondern als Array. Wir wollen ja mehrere Datensätze in einer Variable abspeichern. Compilen, dann haben wir ja auch schon die Variable hier zu sehen. Jetzt machen wir Folgendes: Sobald der Charakter diesen Zylinder berührt, verschwindet er. Dazu gibt es einen Node in Unreal Engine, der nennt sich Destroy Actor. Als erstes machen wir ein Event, also sobald er berührt. Wenn ihr das also markiert habt und zum Beispiel im Level Blueprint seid, eine rechte Maustaste klickt und Context-Sensitive eingeschaltet habt, dann habt ihr ja automatisch, dann schlägt euch Unreal Engine Folgendes vor, Aktionen vor mit diesem Gegenstand. Ja, und dann geht ihr auf Add Event, Collision und Add on Actor Hit. Ja. Also dieser Event wird gestartet, sobald ein Character oder irgendwas diesen Zylinder berührt. Was soll gemacht werden? Es soll destroyed werden. Also destroy actor. Ja. So. Aber als erstes benennen wir das Ganze mal hier im World Outliner. Wie sollen wir diesen Gegenstand benennen? Zum Beispiel Taschenlampe. Ja. Taschenlampe. So. So, Taschenlampe. Hat er das übernommen? Nein. So, das löschen wir erstmal wieder. Klicken hier drauf, rechte Maustaste, Add Event, Collision, Add on Actor, Hit. So, Taschenlampe, ja. So, Destroy Actor. Ja, also das können wir mal ausprobieren. Wir gehen auf Compile und klicken hier diese Pünktchen und New Editor Window. Ja. Jetzt folgendes: Wenn ich diesen Gegenstand berühre, sollte es verschwinden, ja. Ah, es tut nicht. Warum nicht? Genau, weil er nicht weiß, welches Objekt. Also auch dieser Destroy Actor braucht ein Objekt. Ja? Im Moment ist es Self. Self ist ja im Level Blueprint. Das heißt, ich brauche auch das Objekt. Das heißt, ich muss hier Create Reference to Taschenlampe. Das muss ich mit dem hier verbinden, compilen wieder und jetzt schauen wir mal an. Und es verschwindet. Genau. Es wird so zerstört. Ja? So, dieser Rucksack. Und im Anschluss soll in diesem Array, ja, in diesem String Array hinzugefügt werden, in unserem Rucksack, ja, Variable. Das heißt, wir machen das Folgendes: Wir tun dazufügen, add, ja, add. Was tun wir hinzufügen? Und zwar den Gegenstand Taschenlampe, Taschenlampe. Also schreiben wir hier hin, Taschenlampe, ja. Compile, so. Jetzt wollen wir auch wissen, wie es auch in Spielen ist, was wir überhaupt im Rucksack oder im Inventar haben. Um es aufzurufen, machen wir noch ein Event, und zwar ein Keyboard-Event können wir hier nutzen. Zum Beispiel, ja, Q, dann schreiben wir Key hin. Dann ist hier schon hier Keyboard-Event, das ist auch mit so einem Zeichen versehen. So, jetzt ziehen wir das hier rein, unsere Variable, und wollen die Werte auslesen. Wie machen wir das? Wir haben das immer so gemacht, dass wir Arrays immer mit for each loop auslesen. Ja? For each loop heißt, dass er über jeden Datensatz durchläuft, ja, einmal.
Und dann kommen hier die Daten quasi raus. Im Loopbody schreiben wir hin Print String. Und die Daten, die rauskommen, die sollen dann ausgegeben werden, sobald ich auf die Tastatur Q drücke. Ja? Also compilen, probieren wir mal aus. Play. So, wenn ich jetzt auf Q drücke, passiert nichts. Ja? Aber wenn ich einmal auf diesen Rucksack, auf diese Taschenlampe gehe und wieder Q drücke, dann steht oben Taschenlampe. Es wurde abgespeichert im Inventar oder im Rucksack, je nachdem. So, das können wir dann erweitern auf mehrere Gegenstände. Ja? Ja, das ist natürlich ein einfaches Inventarsystem. Wenn ihr etwas Komplexeres wollt, dann, ja, dann müsst ihr schon mit anderen Methoden arbeiten. Aber so ähnlich, es wird auch, es gibt Methoden, mit denen man auch in Arrays sozusagen Actors abspeichert. Ja? Aber dazu kommen wir später. Also hier, der zweite Gegenstand sollte nicht Taschenlampe heißen, zum Beispiel Schlüssel. Ja? Das ist jetzt frei erfunden, ja, und hier der dritte Gegenstand sollte, ja, was gibt es so üblich? Notiz, ja. So, also hier haben wir Schlüssel, hier haben wir Notiz. Jetzt klicken wir erstmal auf den Schlüssel, das ist wieder das gleiche wie vorhin. Hier noch ein Level Blueprint, drücken auf die rechte Maustaste, Add Event, Collision, Add on Actor, Hit. Jetzt haben wir hier in Klammern Schlüssel. Destroy Actor. Ja, aber welchen, was soll er quasi zerstören? Also hier wird ja nur der Event ausgelöst, sobald er es berührt. Aber was soll denn zerstört werden? Das weiß es ja nicht. Ja? Dann müssen wir noch die Referenz zu diesem Mesh hinzufügen. Ja? Das ist ein Mesh, Static Mesh. Jetzt müssen wir aber noch was anderes machen. Wir müssen einen weiteren Datensatz hinzufügen zu unserem Rucksack, und zwar mit dem Node Add, verbinden das Destroy Actor mit Add und schreiben hier hin Schlüssel. Ja, Schlüssel. Sehr gut. Compile. Und dann schauen wir mal. Also am Anfang passiert nichts. Ja, wir haben keinen Gegenstand, sobald wir auf Q drücken. Hier haben wir Taschenlampe, aber nichts anderes. Und sobald wir hier draufgehen, haben wir auch noch Taschenlampe und Schlüssel. Beide Gegenstände. Ja, und noch ein dritter Gegenstand, damit es ganz klar wird, klicken erstmal hier auf die Notiz, gehen auf Level Blueprint, drücken rechts, Event, Collision, Add-on Actor, Hit, in Klammern Notiz, Destroy Actor, und dann müssen wir auch dem Destroy Actor Node sagen, was er destroyen soll, und zwar den Mesh quasi, das ist ja Mesh. Das ist ein Static Mesh Symbol, ja. So, und was noch? Wir müssen auch in die Variable Rucksack noch einen Datensatz hinzufügen, und zwar mit dem Node Add. Und diese Add Node verbinden wir mit Destroy Actor und schreiben hierhin, schreiben hierhin Notiz, ja, Notiz. So, und dann compilen wir und klicken auf Play. Die Taschenlampe, und dann haben wir auch noch den Schlüssel und dann noch die Notiz. Ja, so, ja, so viel dazu für heute. Das ist ein einfaches Beispiel, wie man ein Inventarsystem mit Arrays verwirklicht. Natürlich kann man das weiter spinnen und weitere Informationen zu diesen Gegenständen hinzufügen, wie es auch in vielen Spielen der Fall ist. Aber ich wollte euch einen Überblick geben, wie man zum einen Destroy Actor benutzt, Actor Hit und auch Arrays, wozu man die auch nutzen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!